Hallöchen, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Resident Evil. Wir gehen jetzt durch diese wunderbare Tür. Ich glaube, ich warte. Mal kurz gucken. Was ist das denn? Ja. Nee, also ja. Ja. Okay. Wir gehen durch diese wunderbare Tür. Denn hier finden wir nichts weiter, ne? Nö. Super. Oh Mist. Ich muss mich heilen. Ich habe gerade gesehen, dass hier rot flackert. So. Schön darauf achten. Ach so, ne, Bist okay. echt eine harte Nuss. Aber genug geplaudert. Zeit für deinen Abgang. Du kannst es hören, oder? Jemand wartet auf dich. Das finde ich nicht so toll. Prototypmodell Sturm. Habe eine billige Propellerturbine verbaut, aber möglicherweise den Reaktor-Output noch zu hoch eingestellt. Denn Modell stürmt fortwährend vorwärts und ist unmöglich zu kontrollieren. Von vorne durchs Nicht zu beschädigen. Allerdings hat der Depp es fertiggebracht, sich am Propeller seine eigenen Arme abzusägen. Außerdem überhitzt bei zu langer Laufzeit. Fazit auf ganzer Linie ein Misserfolg. Ja. Ich. Oh ja, geil. Hier ist jetzt weiter nichts, ne? Nee, gut. Oh ja, okay. Verdammt nochmal, ich habe keine Zeit für diesen Scheiß. Oh shit, wie soll ich ihm ausweichen, wenn er mir direkt ins die Arme läuft? Ja, genau. Scheiße, das war nicht. Ich wollte irgendwie vorbei, weil hier ist irgendwie Sackgasse. Weil ich komme nicht mal schnell genug an den Rand. Von vorne brauche ich ja nicht schießen. Bäh. Ja, von vorne brauche ich gar nicht schießen. Ah, fuck. Das war nicht so schlau. Mann, der hängt da aber auch nur eine Sekunde. Wie soll ich denn so schnell reagieren?
Oh, das war ein bisschen zu weit nach oben. Ist okay. Was ist los, Kumpel? Ja, geht doch. Propellerkopf. Sag mal, wie oft muss ich denn da hinten reinballern? Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Heiß, 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 heiß. Oh, heiß, 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 heiß. Heiß, 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 heiß. Oh, ich hab ein bisschen Angst jetzt. Ah, heiß, 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 heiß. Heiß, 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 heiß. Ey, du machst hier alles voller Feuer. Ich muss da auch irgendwie noch ein bisschen... Ich muss hier auch noch ein bisschen laufen, irgendwie, Kumpel. Scheiße, von so kriege ich ihn nicht. Ja, da wäre Sackgasse gewesen. Scheiße. Ich hätte gern ein bisschen was von meiner Schroti, aber mir fehlt Schießpulver. Oh shit, ich muss gleich zurückgreifen auf die... Scheiße. Ja, so sowieso. Warte, ich benutze mal die hier. Ja, da komme ich so nicht ran. Okay. Ah, scheiße. Ach, Grün, glaube ich. Ach so, warte, kann ich da durchlaufen einfach?
Kannst du jetzt mal rauskommen? Mistbahn. Oh shit, das war Kacke. Oh, was ist das denn jetzt? Ja, jetzt hängt er wieder fest. Alle Kacksau. Jetzt brennt er wieder. Ich muss mal gucken, ob ich irgendwie von hinten an ihn rankomme, wenn er das macht. Ach scheiße, jetzt hätte ich gut treffen können eigentlich. Also hätte ich Reflexe gehabt, die ich ja nicht habe. Mist, Mann. Warte, ich lege mal hier jetzt eine Dings hin. Ja. Und noch eine. Hui. Hä, ich komme nicht so schnell an ihn ran. Bis nie wieder. Ist er jetzt down? Oh Gott, dumme Kacksau, die. Meine Herren. So, und nu? Alles an Muni weg. Was haben wir denn hier Schönes? Haben wir hier Munition und eine Zigarre. Oh, fein. Miranda ist einfach widerlich. Ihre Falschheit kennt keine Grenzen. Für sie sind wir nichts als ein paar missgelückte Kadu-Experimente. Wenigstens hatte ich etwas mehr Glück mit meiner Kompatibilität als die anderen Deadman-Dorf. Deshalb darf ich mich auch Sohn von ihr nennen lassen. Was für ein Witz. Ich werde ihr nie vergeben, was sie mir angetan hat. Das kranke Miststück hat sie doch nicht mehr alle. Sie sieht keinen Unterschied zwischen Experiment und Familie. Sie hat nicht nur meinen Körper verändert, sie hat mir meine Würde genommen. Wenn ich sie nicht vernichte, wird mein Leben niemals mir gehören. Aber so gestört sie auch sein mag, ist sie stark. Dank des Megamyziten kann sie jede Gestalt annehmen, meine einzige Chance ist dieses Black Rose. Wenn ich mir ihre Macht zu eigen mache, könnte ich vielleicht, wo wir schon dabei sind, ihr Vater Ethan hat interessante körperliche Eigenschaften. Vielleicht kann ich ihn dazu bringen, mir zu helfen. Ja, aber du, nein. Was ist das denn hier noch? Ist das hier noch ein geheimer Frachtraum? Nee, warte mal, muss ich da lang? Huch.
Aber hier gibt's hier noch mal, hier gibt's noch irgendwas. Was hier bitte hier noch? Ah, okay, doch, das ist ein. Gut, dann gehe ich da mal hin. Fein. Kraut. Ein Kraut. Oh! Eine Ziege! Okay. Na, hier gibt's dann nichts mehr. Was habe ich hier vergessen oder über? Ah, okay, ein Schrank. Mach doch auf. Flüssige Chemikalie her damit und kannst auch wieder schließen. Und dann stellen wir nämlich genau. Wow. Ich weiß es nicht. Hä? Aber der Raum ist immer noch rot. Ach so. Jetzt aber, ja. Ja, also ich weiß gar nicht. Ich glaube, das mit dem kompletten Blaumachen überall ist sowieso hinfällig, denn ich hätte vorher nochmal. Hier haben wir ja soweit eigentlich alles. Ich hätte nämlich vorher nochmal hier zur Mühle gemüsst. Aber das sieht man jetzt gar nicht. Ja. Dann hätte ich es, glaube ich, geschafft. Alles blau. Man kann ja nicht alles haben, nicht? Okay, ich jetzt. Natürlich wird er dadurch nicht wach. Wer hätte das gedacht? Wird der überhaupt wach? Es sind zwei. Die werden wach, ja, wenn wir sie anschießen. Oder? Wir müssen hier gar nicht. Siehst du, ist ja schon alles blau. Na dann, Tschüssikowski. Hallo. Oder hätten wir da nochmal was Tolles trotzdem finden können, auch wenn es blau ist. Ich glaube, es wäre auch trotzdem blau, wenn man eine Ziege gleich an zwei Orten gleichzeitig. Boah, easy ja nicht. Heisi. Nicht schlecht, nicht schlecht, Winters. Du bist hartnäckig. Aber meine Rebellion wartet. Und du bist mir entfliehen.
Bastard. Ja. Das ist doch ein Witz. Das kann ja noch was werden. Ich habe gar keine Muni. Her damit! Ich hatte dich gewarnt, Ethan! Halt dich raus! Was erwartest du von mir? Du hast meine Frau getötet, du Bastard! Glaubst du das ernsthaft? Das war sie nicht. Das war Miranda. Was? Sie ist eine Biowaffe. Hat ihre Form verändert und ihr Mia vorgespielt. Die Schüsse hat sie auch überlebt, aber ich bring das zu Ende. Bullshit. Warum hast du das nicht gleich gesagt? Weil ich wusste, du würdest dich einmischen! Und wir können bei so einem Auftrag keine Zivilisten gebrauchen. Warum wir, Chris? Was läuft hier eigentlich? Okay, Ethan. Schon gut. Die Erklärung bin ich dir wohl schuldig. Gib mal den Schlüssel. Hä? Kurz gesagt, ach so. Miranda ist eine Irre. Und das Dorf, die Monster, diese Freaks, hat sie erschaffen. Wohl in einem Experiment mit dem Pilz. Der Pilz? Wie in Louisiana. Verflucht. Ich dachte, ich könnte meine Familie retten. Ich kann hier nicht weg. Ich kann gar nichts tun. Das stimmt nicht ganz. Sieh dir das an. Die haben meine Männer mir vorhin geschickt. Miranda. Sind noch mehr. Rose. Scheiße, wir müssen los. Ruhig, meine Männer beobachten die Situation. Aber sie haben Rose. Kapier's endlich. Allein hast du gegen Miranda keine Chance. Ich bleibe hier und platziere die restlichen Sprengsätze. Du nimmst den Aufzug, wir treffen uns dann oben. Wir holen deine Tochter da raus, versprochen. Zusammen. Verlass dich drauf. Und wenn ich Miranda finde, bring ich sie um. Okay, dann. Nimm den hier. Und eins noch. Spiel nicht den Helden. Natürlich. Speichern. Hier können wir noch ein bisschen gucken. Wo ist Duki? Oh geil, erste Hilfe. Huch. So, was haben wir hier? Unhound Wolf Squad. Durchsuchung der Fabrik abgeschlossen. Keine Beweise für Verbindung mit der Organisation. War wohl nicht unser Glückstag. Ich habe aber ein paar Dokumente mit Informationen über Mirandas Experimente gefunden, die unsere Vermutungen bestätigen. Sie scheint sich selbst mit dem Mutamizid infiziert zu haben, was ihr eine Reihe von Fähigkeiten gab, darunter Mimikry. Sie kann also ihre Zellen kontrollieren und jede beliebige Gestalt annehmen. Es sei denn, sei es jemand oder etwas. Sie hat sich als Mia ausgegeben und ist in Ethans Haus eingedrungen. Ihr Ziel war eindeutig die Entführung von Rose. Vielleicht dachte sie, es wäre leicht, die Kontrolle über Rose zu erlangen, wenn sie wie ihre Mutter aussieht.
Mit unserem Angriff hatte sie wohl nicht gerechnet. Deshalb musste sie ihren Tod vortäuschen. Später im Transporter hat sie sich selbst wiederbelebt, alle Mitfahrenden getötet und ist dann mit Rose verschwunden. Für sie lief es nicht ganz geplant, wie geplant, aber letztendlich hat sie bekommen, was sie wollte. Doch damit ist jetzt Schluss. Sobald ich die Fabrik gesprengt habe, stoße ich zu euch. Ein Kampf gegen Heisenberg ist wahrscheinlich. Aber ich habe hier etwas gefunden, das mir nutzen könnte. Ein Kampffahrzeug aus einem Metallpolymerverbund zu bestehen scheint. Und das kann er mit seinen Kräften nicht kontrollieren. Mal sehen, wie ihm das schmeckt. Alpha. Jo. Schmeckt gut. Gut. Metallpolymerverbund? Na, Hauptsache, es schießt. Ich komme, Rose. Unendlich. Oh, ich bin jetzt draußen. Ja, das ist mir. Okay, ich verstehe. Verdammte kleine Kakerlake! Du glaubst, du bist mir der Bakshi? Dann bin ich wenigstens ein Schwung für das Miststück! Lass uns das klären! Oh, echte Männer! Deine Leiche wird sich gut in meiner Armee machen! Zu schade, ich bin dein einziger Fan! Streng dich an! Zeig mir, was du drauf hast! Hey, was macht er denn jetzt, Kollege? Ich zertrete dich wie eine Arbeit! Scheiße. Ein Bock kann ich nicht. Das hat wehgetan! Ohne Scheiße! Unterschätze nie die Liebe eines Vaters! Du bist ein toter Mann! Danke fürs Warten! Du auch angeschnallt. Scheiße. Der Eindruck. Wow. Komm schon. Ja, zu langsam. Vermeide dich. Vor meinem Stahlkörper! Dafür bin ich diesem verfluchten Weib wohl Dank schuldig. Ich töte sie mit der Macht, die sie mir gab. Ein Sohn, wie er im Buche steht. Scheiße. Okay, ich habe jetzt überhaupt nicht drauf geachtet. Aber wieso kann ich denn? Bist du am Leben hängen? Geht's raus, Papa, gut? Wie
Er macht doch nicht auf. Ich hab's überhaupt gar nicht drauf geachtet. Wieso kann ich mich nicht heilen? Ich hab doch. Scheiße! All die Jahre unter der Fuppe dieser Schlampe! Das war nicht leicht, weißt du? Die Kopfbewohner sind nichts als wertlose Marionetten. Ich bin ein verdammter Freiheitskämpfer! Mein süßes Töchterchen wird mir helfen, noch stärker zu werden! Weich dem aus! Ja! Ich will mehr! Ich will mehr! Och, das hat wehgetan! Ohne Scheiße! Schick zur Tiefe! Zeit für Spiele ist vorbei! Sie hat leider gar nichts. Nein! Meine Metallarmee! Ich bring diesen verdammten Wichser um! Aber erst zu dir! Wo soll ich spielen? Komm schon! Jetzt wird's ernst, Ethan! Letzte Runde! Tja, was denkst du? Aussichtslos! Oh, warte! Ich weiß nicht, wie ich schießen soll. Gib auf! Ein einfacher Mensch wird nie gegen mich gewinnen! Das ist nicht David gegen Goliath! Das ist Ethan! Ich sehe das gerade nicht. Einfach so ballern, wie es lustig ist. Oh geil, explosiv geschossen, habe ich das jetzt aufgeladen. Warte, Kuppel. Beeindruckt! Zu schade, ich bin dein einziger Fan! Hast du Spaß? Nö. Mehr! Gib mir mehr! Stirb, als würdest du an mir jetzt! Geht's! Klar! Ja! Mann, warte, ich hab doch Heilung. Stirb, als würdest du am Leben hängen. Ich sehe das gerade echt nicht. Warte. Hat der vielleicht irgendwas an der Rüstung? Oder der Kopf? Der Kopf? Der Eindruck. Ist er jetzt down? Okay. Auf Nummer wieder sehen, Ethan Winters! Du hättest meinen Deal annehmen sollen! Du siehst draußen der Hölle wieder! Erst kill ich mir Wanda! Und dann gehört Rose nach mir!
Nein, Graf! Nein! Nein! Es ist noch nicht vorbei! Ich muss sie töten! Heiliger Bim-Bam! Na, immerhin, ne? Kristallina Heisenberg. Was ich hab... Ethan, was ist passiert? Da waren Explosionen. Heisenberg, sind wir los. Jetzt suche ich Miranda und rette Rose. Nicht ohne mich. Es ist zu gefährlich. Warte dort, verstanden? Ethan? Rose? Ethan! Ethan, antworte! Mia! Aber... Unser Kind. Sie bedeutet uns so viel, hm? Für sie würde ich alles tun. Genau wie ich. Ohne Heisenberg fehlt dir jede Spur. Was hast du jetzt vor? Keine Ahnung. Aber ich rette Rose. Du ahnst nie was, oder? Selbst Mia konnte ich dir vorspielen. Armer Ethan. Wer bist du? Wo ist Rose? Genug. Weißt du noch, wie Evelyn den Pilz kontrollierte? Rose ist ihre Nachfolgerin. Nein, Rose ist ihre wahre, vollkommene Form. Sie wird alles um sich herum kontrollieren. Und sie wird mir gehören. Leck mich, du Miststück! Beruhige dich. Rose wird leben. Der Megamyzid vergisst niemanden. Allerdings wird sie als meine Tochter wiedergeboren. Sie ist mein Kind, nicht deins! Wo bist du? Los, zeig dich! Was macht Rose so besonders? Sind es ihre Eltern? Denn du bist wirklich einzigartig. Aber ich habe genug von dir gelernt. Du hast als Versuchskaninchen ausgesorgt. Komm raus und zeig dich! Du feiges Stück Scheiße! Keine Sorge, Ethan. Dein Tod wird schmerzlos. Der Megamyzid wird sich deiner annehmen. Ich werde später noch dein Blut untersuchen. Bei Tagesanbruch wird die Zeremonie beendet sein. Und ich werde ihre wahre Mutter. Auf ewig verbunden im Blut. Arschkuh. Ich musste lange warten. Aber jetzt wird mein Traum endlich wahr. In Gestalt von Rose werde ich mein wahres Kind wiedersehen. Tod von Ethan Winters bestätigt. Ich konnte die Leiche nicht bergen, aber ich hab's auf Band. Okay. Kurze Zusammenfassung. Das Team und ich waren unachtsam. Gestern erfolgte ein Angriff auf Miranda, den sie überlebte. Wer hätte gedacht, sie könnte Leiche spielen? Miranda könnte Ethan infiziert haben. Deshalb habe ich Rose und ihn mitgenommen. Aber das Fahrzeug mit den beiden wurde angegriffen. Als ich dort ankam, waren Ethan und Rose weg. Das letzte Mal, als ich mit Ethan Kontakt hatte, hörte ich Mirandas Stimme. Sie hat ihn getötet. Und damit kommt sie nicht davon.
Wann hat das endlich ein Ende? Was meinst du? Die Mission? Alles. 3 Jahre dauert das Ganze jetzt schon. 3 Jahre zu lang. Wir kriegen sie, Boss. Team ist startklar. Die BSAA ist also schon hier. Die lassen nichts anbrennen. Planänderungen? Nein, das ändert gar nichts. Miranda töten, Rose retten. Das ist die Mission. Und wir dürfen nicht scheitern. Genießen wir es, Leute. Wie in alten Zeiten. Ausschwärmen! Roger. Okay. K-9, ich will wissen, warum die BSAA hier ist. Find raus, was du kannst. Okay, wird erledigt. Ist schon eine Weile her seit unserem letzten Einsatz. Welcher war es noch gleich? Die Wüste? Ich hab das Beobachten satt, bin völlig eingerostet. Dafür wissen wir aber über Mirandas Pläne Bescheid. Dass sie sich in Mia verwandeln konnte, ist echt krass. Naja, 5 Treffer zwischen die Augen sind auch nicht von schlechten Eltern. Gruselig. Gut, dann würde ich sagen, machen wir das in der nächsten Folge. Das ist ja jetzt ziemlich, doof gelaufen. Für Ethan, würde ich mal sagen. Da bedanke ich mich fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Ciao. Mal schauen, was noch passiert. Bis dahin. Ciao.